Alles, was irgendwie über dem Mittelmaß liegt, ist heute mega. Mega fies, mega süß, mega heiß. Mega ist da keine genau definierte Größe. Bei Städten allerdings schon. Mindestens 10 Millionen Einwohner braucht es für eine Megacity. 7 davon stellen wir Ihnen in den nächsten Tagen vor. Tokio ist die größte Stadt von allen, die größte Megacity der Welt. Über fast 400 Kilometer erstreckt sich das Häusermeer. In diesem Betondschungel funktioniert fast alles perfekt. Metrolinien und Züge sind pünktlich, Verkehrsstaus gibt es selten. Tokio ist mondän und modern. Doch die Stadt kämpft auch mit den Folgen der globalen Finanzkrise. Und die Menschen kämpfen um ein bisschen Individualität. Barbara Lüthi nimmt uns mit nach Tokio. Tokio, Großstadtdschungel. 36 Millionen leben in der Megacity, dem größten Ballungsraum der Welt. Züge bringen die Menschen im Minutentakt zur Arbeit. Viele Tokioter verbringen täglich 3 Stunden mit Pendeln. So riesig ist die Stadt. Alles hier funktioniert perfekt. Doch der Alltag in der Menschenmasse scheint anonym und angepasst. Ein Weg, aus dem genau organisierten Alltag auszubrechen, ist das Äußerliche. Und so setzt Tokio auf Trends. Für die Jugend ist die Straße ihr Laufsteg. Mode als Ausdruck, anders zu sein, ohne aufzubegehren. In Tokio werden Maßstäbe gesetzt und Trends kreiert. Doch hier geht es nicht um das Individuum. Alles ist auf das Wohl der Gemeinschaft ausgerichtet, die nach genauen Regeln funktioniert. Die Menschen, die in der perfekten Megacity leben, fühlen sich oft einsam in der Anonymität des Großstadtdschungels. Ihre Lieblingsfarbe ist Pink. Warm und freundlich. DJ Yummy ist ihr Künstlername. Sie steht unter Vertrag bei einem der größten Unterhaltungskonzerne Tokios. Yummys liebste Freizeitbeschäftigung ist das Shoppen. In der wahren Wunderwelt Tokios ist alles möglich. Sie wolle ihren eigenen Stil kreieren, sagt sie. Denn der Alltag sei unpersönlich. Mit ihrem Erscheinungsbild wolle sie experimentieren. Die Menschen hier wollen sich ausdrücken mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Es ist wichtig, etwas zu schaffen, um dazuzugehören. Das gibt Tokio die Energie einer Trendstadt. 25 Quadratmeter groß ist ihr Zuhause. In der teuersten Stadt der Welt ist Wohnraum ein Luxus. Über 1.000 Franken kostet ihr Studio. Hier komponiert sie Stücke, inspiriert von der Metropole. Überall spürt man die Einsamkeit. Was immer man macht, man ist alleine unter Millionen von Menschen. Darum sind Clubs so wichtig. Es ist ein Ort, wo sich Leute treffen und sich austauschen. Als DJ kann ich dazu beitragen. Im Nachtclub Air legt DJ Yummy auf. Hier trifft sich Tokios Jugend, um Spaß zu haben. Loslassen und in der Masse dazugehören. Die Stadt ist hell erleuchtet. Dass Tokios Wirtschaft schwer gelitten hat unter der Finanzkrise, ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Die Menschen sind höflich, freundlich und funktionieren im Rhythmus der Metropole. Doch in der Nacht ist die Einsamkeit zu spüren. Viele Menschen sind alleine im Schatten der Großstadt. Wir suchen sie in den Internetcafés, die 24 Stunden geöffnet haben. Hier leben Menschen, die ihren Job verloren haben und sich keine Wohnung mehr leisten können. Der Besitzer, Yukio Maeda, hat deshalb sein Angebot erweitert. In seinen Boxen können die Gäste für 30 Franken übernachten. Früher kamen die Menschen, um hier Comics zu lesen. Jetzt mieten sie die Wohnboxen langfristig. Für Yukio Maeda ist das neuer Lifestyle in der Megacity Tokio. Seit der Finanzkrise ist die Nachfrage riesig. Die Menschen wollen hier leben, bis sie wieder auf die Beine kommen. Die Wohnungspreise sind ein Problem, doch ohne Adresse kriegt man keinen Job. Ein japanisches Sprichwort sagt, jeder Platz kann dein Zuhause werden, wenn du dich daran gewöhnst. Seit einem Jahr lebt Koji Date hier. Er hat seinen Job bei einer großen japanischen Firma verloren.
Auf 1,5 mal 2 Meter hat er alles, was ihm geblieben ist. Im Internet sucht er nach Arbeit. Seine ehemaligen Kollegen wissen nicht, dass er so lebe, sagt er. Armut und Arbeitslosigkeit seien Tabuthemen. An der Oberfläche ist alles perfekt. Nur wer genau hinschaut, sieht die dunkle Seite. Das ist das Problem der modernen Megacity. Ohne Arbeit und Job wird man zum Außenseiter. Ich muss mich wieder integrieren, doch ich bin völlig isoliert. Je mehr Menschen hier leben, desto einsamer ist man in der Großstadt. Mit Gelegenheitsjobs hält sich Kochidate über Wasser. Er arbeitet in der Nacht. Es sei eine Frage der Ehre. Heute macht er Werbung für das Internetcafé, in dem er wohnt. Tausende leben bereits wie er. Die Metropole habe wenig Platz für Menschen wie ihn, sagt er. Den Job auf Lebenszeit gibt es nicht mehr. Ein Drittel der Bevölkerung arbeitet heute Teilzeit. Japan, die einst größte Volkswirtschaft Asiens, steckt in der Krise. Jeder zweite Studienabgänger findet heute keinen Job. So viele wie noch nie. In Kursen lernen sie, wie sie beim Vorstellungsgespräch Erfolg haben. Wer in Tokio überleben will, braucht einen Platz in der Gemeinschaft. Darum sei für die Jungen das Äußerliche so wichtig, erklärt mir Masamichi Katayama. Der Star-Designer kreiert die angesagtesten Läden der Stadt. Der Wunsch, individuell zu sein und gleichzeitig in der Masse aufzugehen, sei ein Gegensatz, der sich nur im Äußerlichen vereinen lasse. Die Menschen wollen ein Zugehörigkeitsgefühl. Das kommt von einem Komplex, einer Unsicherheit. So wird Konsum in Tokio zur Kunstform. In meinen Läden kannst du das Konsumerlebnis mit anderen Kunden teilen. Das will ich den Menschen in meinen Designs vermitteln. Katayamas Ideen werden von seinem Team umgesetzt. Hier wird daran gearbeitet, dass Tokio weiterhin globale Trends setzt. Das braucht die Stadt, um zu atmen und sich weiterzuentwickeln. Die moderne Metropole, die die Menschen in eine unbekannte Zukunft führt. In 20 Jahren wird Tokio eine Internetstadt sein. Vieles wird sich im Cyberspace abspielen. Wir leben dann vielleicht in einer virtuellen Welt. Alles wird sich verändern. Die Stadt gibt die Richtung vor und die Menschen können nur versuchen, es zu genießen. Trendstadt Tokio. Die Menschen in der Megacity werden ihre Stadt mitprägen und versuchen, eine Heimat zu finden. In der modernen Metropole ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Sei es als Trendsetter oder als einsame Großstadt-Samurai. Wir verlassen Tokio und reisen weiter ostwärts über den Pazifik bis an die Küste Kaliforniens. Dort führt uns USA-Korrespondent Tilman Lingner morgen durch die Megacity Los Angeles.